Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Stranded 2. Nach meiner zweiten Fahrstuhlstunde Praxis gerade eben möchte ich mich erstmal ein bisschen abreagieren und nehme auf. Ja. Fangen wir auch einfach gleich mal an. Ich wollte ja hier noch einen kleinen Moment auf der Insel verweilen. Ich hatte gesehen, der Löwe ist wieder da, genau. Gut. Gut, gut. Und was ich jetzt mittlerweile auch weiß, dass ich hier die Blaublüten mitnehme, weil damit kann man Blutungen stoppen. Und... ha, davon würde ich zumindest, habe ich jetzt einmal zweimal mitgenommen, die brauchen wir dann auch mal noch. So. Und ich würde sagen, wir können doch mal Papageien jagen. Ja gut, holen wir uns einmal den Papageien jetzt. Weil hier sind momentan aber doch so viele Papageien. Ich meine, der eine mehr oder weniger fällt der Anni auf hier. Wenn er hier mal schaut, das ist ja... so. Gut, dann würde ich sagen, wir schlafen erstmal ein Ründchen. Und dann gucken wir am nächsten Tag mal weiter. Ah, hier haben wir ja noch... hier brauchen wir noch 5, hier brauchen wir noch einen. Gut. Schlafen wir mal. So. Braten wir mal noch ein bisschen Fleisch an. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So. Dann kratze ich mich mal ganz kurz im Ohr, da juckt es gerade vom Headset. So, und dann würde ich mal sagen, dort kann man einen hinsetzen. So klappt das nie. Nein, so nicht. Na gut. Nee. So klappt das nie. Nein, so nicht. Nee. Setzen wir dort noch einen hin. So. Mal gucken, Sensor. Nehmen wir mal wieder in der Hand. Das müsste jetzt schon wieder soweit sein hier. Ah. Da legen wir die mal auf die 7. Wie gesagt, immer mal schauen hier bei dem Weizen. Wenn man 2 rausbekommt, ist es gut. Man muss nicht 3 rausbekommen. Einfach weil dann es passieren kann, wie es mir eben auch passiert, dass da eine Heuschreckenplage kommt. Und das möchte ich ehrlich nicht. Beziehungsweise ist es auch wirklich unschön, wenn man jetzt wirklich dann kein Weizen mehr auf der Insel hat und dann hat man eben auch eine wichtige Grundlage verloren, sag ich einfach mal. Na. So. Schauen wir mal ganz kurz. Anpflanzen 127. Bis 200. Ach, na, supi. So. Ist zwar jetzt ein bisschen nervig mit dem Anpflanzen, aber das müssen wir ja trotzdem mal machen. Das geht nicht.
Nein, so nicht. Nee. Das geht nicht. Gut. In der Zeit kann ich aber noch von der Fahrstuhlstunde heute erzählen. Ja, ich sag mal so, es lief eigentlich ganz gut. Man hat eine Überlandfahrt gemacht. Mit einer 1x60. Ja, an sich. Auto dreimal abgewürgt, nee, viermal. Und noch ein bisschen so halt. Das geht nicht. Ha. Was soll ich jetzt noch großartig zu sagen? Nee. Ist eben so. Ich sag mal so, leider muss man ja heutzutage Auto fahren. Ich würde es lieber nicht machen, aber... Naja, was soll man machen, ne? So klappt das nie. Man muss es ja. Das geht nicht. Dank unserer hervorragend ausgeprägten Gesellschaft, so in dem ja sogar über 30 Politiker von einem Geheimdienst mit drei Buchstaben abgehört werden, wo ich mir dann nur an den Kopf greife und denke, jupp, der Glaube an die Menschheit kann in die Tonne getreten werden, es bringt ja sowieso nichts. Das geht nicht. Ich meine, da ja nicht jeder das 2500 Euro für ein abhörsicheres Handy hat oder irgendwie auf die Apps vertraut oder irgend sowas. Naja, ne? Ich sag's einfach mal ganz ehrlich. Ich mag die NSA nicht. Amerika kann mir mittlerweile auch gestohlen bleiben. Und ja, ich weiß, dass sie meine Gespräche abhören, meine bla bla bla. Das ist mir alles bewusst. Deswegen nutze ich mein Handy auch so selten. Nee, aber, ne? Es ist einfach, die Gesellschaft steht am Rande des Ruins, dank netten Herren, die glauben, ein bisschen Dachschaden haben zu müssen. Ha, ich würde sagen, so, Fleisch. Also die Krabben kann man mit der Machete nicht gut machen, bin ich ja ganz ehrlich und sag das auch mal. Ja, getroffen, getroffen. Ich habe ihn getroffen. Wo war es der ja? Ah. Zack. Und schon wieder ein Papageien mehr. Und noch ein Papageien mehr. Da geht ja dann auch der Jagenskill hoch, wobei auf den lege ich jetzt nicht ganz so großen Wert. So, mal gucken. Trinken und essen. Erstmal zwei große Pilze. Und dann Braunpilze. So. Würde ich sagen, schauen wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gezeigt habe. Also Salzwasser kann man auch trinken. Nur wie ihr oben seht, davon wird man deutlich durstiger. Urk, Salzwasser. Schmeckt natürlich sehr formidabel, ist natürlich ganz klar. So. Dann würde ich sagen, wir fällen nochmal ein Bäumelein. Zum Beispiel dieses Bäumelein, oder? Nee, dieses. Nee, Anni. Fällen wir das hintere von denen. Und nee, das vordere. Na komm. Mehr. Ja. Legen wir halt ganz viel hier rein. Mal gucken.
Steine. 11 Äste. Und dann kann ich Aiden mitnehmen. Da bin ich doch zufrieden. Und hier kommt sogar mal mehr als einer raus. Das ist natürlich gut. So, das erste Kräuterbeet ist fertig. Nein. Und beim zweiten fehlen dann auch nur noch 4. Und dann würde ich sagen, warten wir mal ab und schauen mal, ob was wächst. So. Schon wieder mal gegrunzt haben wir. Und da ist doch tatsächlich auch was gewachsen. Ich meine, was will man denn mehr? Bis auf Löwen jagen. Was wir auch gleich nochmal machen. Wenn ich den Baum gefällt habe. Stirb, stirb, stirb. Baum, Baum, Baum. Reicht eh nie, aber immerhin schon mal besser als nix. Weil ich bin ehrlich, die Kräuterbeete sind sehr nützlich. Jawohl! Das läuft doch gut. Zack. Oh. Ein Baumstamm liegt dann noch, das ist natürlich gut. Ich hole mir hier mal noch ein paar Beeren ab. Zack. Ich habe nicht mehr genug Platz. Heul doch. Ich habe keinen Platz mehr. Heul doch. Mann. Gut, aber ich fange jetzt an, nicht mehr so großartig Schmetterlinge, weil später kann man die eh nie mitnehmen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hallo Kiwi. Das kann ich nicht mehr tragen. Ach halt. So, 120 Federn. Das kann ich eigentlich gleich aus Federn nochmal machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt Federn. Oh, hier liegt noch mehr Holz. Ah ne, es ist der Vogel. Schade, ich dachte schon. Kein Platz mehr. Was? Willst mich wohl verarschen? Ne, 10 Gramm. Ne, der wiegt 100. Was? 50. Genau. Denke ich auch, mein Guter. Gut. Sieht doch dann schon mal wieder ganz nice aus. Hier wächst jetzt schön Kräuter. Ach, einen noch. Ach, Menno. Das ist blöd. Jetzt muss ich wegen denen noch einen Baum fällen. Naja. Würde ich sagen, machen wir mal. Na komm, Fell. Zack. So, der eine, da ist dann das Kräuterbeet auch schon mal soweit. In diesem Kräuterbeet wachsen automatisch wertvolle Kräuter. Ich muss nicht mal etwas dafür tun. Das ist doch gut. Was mich wundert, der Brunnen hier ist noch nicht verschlammt, aber... Das wird auch nochmal passieren, denke ich. Das Weizen ist noch nicht so weit. Wir legen nochmal ein Bild Zeug ab. Oder wie viel Platz habe ich? Na, 10 Kilo wird rein. Und dann gehen wir mal auf Löwenjagd. Das ist Nummer 8. So, Nummer 8. Und dann gucken wir mal zu unserem Löwen. Vielleicht sind ja mittlerweile auch gleich wieder zwei da. Das war natürlich auch nicht schlecht.
Da lohnt sich das Ganze wenigstens auch. Zuerst mal gucken, wo sich der Löwe rumtreibt. Oh. Subi. Dadam. Alter, ne? So, haben wir wieder einen Löwen gejagt. Dann schauen wir mal weiter. Und ihr fragt euch ja sicherlich, wieso ich das jetzt hier so mache. Also auch so lange auf der Insel bin und alles. Ich könnte ja schon seit Jahren runter sein. Nur ich, da ich das Spiel noch nicht durchgespielt habe, habe ich die Befürchtung, dass wir hier irgendwann mal wieder auf die Insel kommen. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber... Gut, den Affen lasse ich doch mal. Also die Möglichkeit besteht ja zumindest und... Ha, ich möchte die Insel dann nicht so in einem leeren Zustand zurücklassen, wenn ich trotz... Oder, weil es kann ja sein, dass wir hier irgendwann, wie gesagt, zurückkommen. Und das fände ich dann schon blöd, hier in so einer ausgelaugten, verbrauchten Insel dann hier drauf zu kommen. Wo du dann dich ärgerst, dass du am Anfang eben nicht mehr für die Insel gemacht hast. Ich denke, das ist nämlich dann auch ein bisschen blöd. Ha. Gut. Würde ich sagen. Ja. Braten Fleisch. Gut, dann graben wir. Fantastisch. Und danach am nächsten Tag angeln wir. Juhu. Das hat geklappt. Sehr gut. Juhu! Erstmal mal Pilze. Nom nom nom, nom nom nom. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Und einmal trinken. Und es wird schon wieder dunkel. Oh, da liegt noch ein... Ah ne, der erste ist ja... Stimmt. Geklappt.